Wo steht der Goldpreis in 2 Wochen? Dass ich ausgerechnet jetzt über Gold ein Video mache, das hat einen Grund. Denn ich habe eine positive Divergenz entdeckt und die möchte ich gerne mit euch teilen, beziehungsweise die Erkenntnis darüber. Wo also der Goldpreis in 2 Wochen steht und was eine Divergenz ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Los geht's! Ich begrüße euch ganz herzlich hier im Tradermacher-Kanal und hoffe, es geht euch gut an diesem Mittwoch, den 15. Februar. Ha? Heute ist doch Donnerstag. Richtig, ihr seht dieses Video am Donnerstag und ich mache dieses Video jetzt in diesem Moment an einem Mittwoch. Warum ist die Feststellung wichtig? Weil wir natürlich, wenn wir über eher kurzfristige Prognosen sprechen, theoretisch in die Situation geraten können, dass ich eine Analyse mache und 24 Stunden später hat sich bereits die Auflösung ergeben. Ja, das Risiko muss ich mal eingehen, denn ich bin morgen außer Haus, möchte aber trotzdem mit euch das Ergebnis dieser Analyse teilen. Das Risiko ist ja auf meiner Seite. Wenn ich richtig liege, dann lasse ich mich durch das Scheinwerferlicht blenden. Und wenn nicht, dann könnt ihr euch wie Heidi Klum zurücklehnen und sagen, ich habe heute leider kein Foto für dich, lieber Lars. Also, das Risiko nehme ich in Kauf. Vielleicht passiert ja in den nächsten 24 Stunden auch nichts. Aber kurzfristig könnte im Goldmarkt etwas passieren und vielleicht mag der ein oder andere von euch davon profitieren. Ganz wichtig nochmal, es geht hier nicht um die langfristige Betrachtung. Also wir schauen uns gleich den Goldpreis natürlich kurz an, denn zu jeder Analyse gehört, dass man im Großen beginnt und sich dann ins Kleine vorarbeitet. Darüber habe ich auch schon ein Video gemacht, aber es geht jetzt konkret um die nächsten Tage. Wir sind auf einem ganz interessanten Niveau und natürlich freue ich mich über alle Kommentare, die ihr hinterlasst. Aber in diesem Kontext bitte daran denken, wir reden übers Trading. Gerade wenn wir über den Basiswert Gold reden, also man kann über Aktien, über Devisen, über alle möglichen Basiswerte, da fällt es den meisten Menschen leicht, relativ neutral darüber zu diskutieren. Bei Gold ist das manchmal etwas anders, so ist meine Erfahrung. Wenn man nämlich eine negative Prognose aufstellt, selbst wenn sie nur kurzfristiger Natur ist, dann kommt sehr häufig der Einwand, das kann doch gar nicht sein. Unser Finanzsystem steht vor dem Zusammenbruch und Gold kann doch nur steigen. Das hat mit Trading nichts zu tun, selbst wenn das so sein kann. Und eine wichtige Nebenbemerkung erlaubt mir noch, Gold ist aus meiner Sicht keine Krisenwährung, sondern eine Fluchtwährung. Und der Unterschied ist groß. Hat jetzt mit dem Trading nichts zu tun, nur mal als kleine Feststellung, als Randbemerkung, die ihr euch abheften könnt. Also, eine Krisenwährung reagiert auf alle möglichen Dinge, die so in der Welt passieren. Der Ölpreis hat lange auf die Geschehnisse im Nahen Osten reagiert. Von einem Tag auf den anderen war das aber nicht mehr so. Der Nahe Osten ist alles andere als befriedet, aber entscheidend ist dort momentan, was die OPEC so macht. Und im Gold ist die Überschrift Gold als Krisenmetall. Die habt ihr garantiert schon irgendwo gelesen. Nur schaut euch die letzten Jahre seit 2011 an. Hatten wir nicht reichlich Krisen? Ist unser Finanzsystem nicht erheblich unter Druck gewesen? Sind es nicht nur die Notenbanken, die dieses Finanzsystem überhaupt am Leben erhalten haben? Also mehr Krise geht eigentlich gar nicht und dennoch ist der Goldpreis stark gefallen in den letzten 5 Jahren. Denn Gold ist kein Krisenmetall, sondern Gold ist eine Fluchtwährung. Und eine Flucht, die geschieht immer aus Panik heraus, aus Angst heraus. Wenn also eine Großbank tatsächlich zusammenbrechen sollte, wenn eventuell vielleicht Le Pen die Wahl in Frankreich gewinnt und sagt, wir steigen aus dem Euro aus und der Euro als Währung droht zu zerbrechen, dann, wer weiß, vielleicht gibt es dann eine Fluchtbewegung und dann wird der Goldpreis auch darauf reagieren.
Der Unterschied ist aber, an Krisen gewöhnt man sich. Eine Flucht entsteht, wenn Panik und Angst umhergehen. Und dann profitiert auch der Goldpreis davon. Mit dem kurzfristigen Trading hat das aber sowas von herzlich wenig zu tun. Und darum geht es in diesem Video. Genug also der Vorrede. Schaut bitte mit mir auf dem Bildschirm, was es Spannendes aus dem Goldmarkt zu berichten gibt. Los geht's. Was ihr hier seht, ist der Goldchart der letzten sechs, ja, fast sieben Jahre. Und wir erkennen ziemlich deutlich den angesprochenen Abwärtstrend. Nun mal für den langfristigen Ausblick zwischendurch oder beziehungsweise am Anfang. Also ihr erkennt das, man muss kein großer Charttechniker sein. Der Abwärtstrend im Goldmarkt ist noch voll intakt. Wir sehen hier diesen gleitenden Durchschnitt und ihr erkennt, aktuell kämpft der Goldpreis damit. Das letzte Mal, als er diesen simplen gleitenden Durchschnitt überschritten hat, da kam es zumindest zum Trend, zum Test dieses Trends hier oben. Aktuell wäre das etwa hier in Höhe von 1300 US-Dollar der Fall. Dazu muss der Goldpreis aber erstmal über diese Widerstandslinie. Das ist nämlich ein doppelter Widerstand. Also um 1250 US-Dollar herum ist dieser Widerstand. Erst hier über den Moving Average und im nächsten Schritt über 1250 US-Dollar. Dann könnte ich mir vorstellen, wird diese Abwärtstrendlinie wieder in Angriff genommen. Wenn sie dann überschritten wird, dass das momentan genau hier in Höhe von 1300 US-Dollar der Fall ist, das ist mehr oder weniger Zufall. Also auch hier könnten wir auf Höhe dieses Kursniveaus noch eine Linie einzeichnen und würden sehen, das ist durchaus ein markantes Widerstandslevel. Wenn der Angriff auf diese Trendlinie jetzt nicht gelingt, dann wird Gold im weiteren Verlauf ein tieferes Kursniveau zu überwinden haben, denn das liegt nun mal in der Natur eines Abwärtstrends. Je später er angegriffen wird, desto niedriger das Ziel. Also, wenn Gold von hier aus nochmal nach unten abprallt und dann erst später hier wieder auf diese Linie, beispielsweise hier trifft, dann haben wir hier einen doppelten Widerstand bei 1250 US-Dollar. Haben wir hier aktuell auch bei 1300 US-Dollar. Aber dann wird eben nur noch hier die Trendlinie zu überwinden sein, um zumindest mal den ersten Schritt hin zu einer Trendwende zu nehmen. Soweit also die langfristige Betrachtung. Ich möchte euch noch kurz mit auf den Weg geben. Ja, das zeige ich euch gleich mal in der kurzfristigen Betrachtung. So, jetzt geht es aber erstmal um die Divergenz, über die ich gesprochen habe. Ihr seht hier also den Goldpreis und ich zeige euch den Euro zum US-Dollar in der gleichen Zeit. Und es lässt sich erkennen, der Goldpreis verliert, wenn der Dollar an Stärke gewinnt. Beziehungsweise, wenn der Euro nicht weiter verliert, dann war das bereits positiv. Aber von der Tendenz könnt ihr erkennen, Euro-US-Dollar gewinnt an Stärke, also gewinnt gegenüber dem, der Dollar gewinnt gegenüber dem Euro an Wert, immerhin fast 50% in den letzten sechs Jahren. Und im gleichen Zeitraum hat Gold im Wert verloren. Diese Korrelation ist fast die einzige, die wir hier wirklich benutzen können. Natürlich sprechen wir manchmal über so etwas wie die Inflation, wobei da wichtiger sind als die, eigentlich wichtiger sind die Realzinsen. Also fallende Realzinsen sprechen für einen steigenden Goldpreis. Ist im Moment übrigens gerade beides der Fall. Also die Dollaraufwertung spricht gegen Gold, die fallenden Realzinsen sprechen für Gold. Das aber nur nebenbei, das ist eine fundamentale Betrachtung. Es geht um diese Korrelation.
So, und jetzt schaut euch mal an, was in den letzten Tagen passiert ist. Wir gehen mal zuerst im Euro-US-Dollar in den 4-Stunden-Chart. Und wir sehen hier, seit dem 6. Februar hat der Euro stark eingebüßt. Fast 300 Pips ging es hier innerhalb von einer Woche abwärts. Das spricht normalerweise nach der geltenden Korrelation für einen fallenden Goldpreis. Wir gehen aber, ich nehme zuerst mal diese Objekte hier raus, wir gehen aber im Goldpreis auch in die gleiche Zeitebene, also die letzten 4 Stunden, und erkennen, seit Februar, also seit dem 6. Februar, das ist hier der Zeitraum, hat Gold zwar nicht stark gewonnen, aber eben auch nicht an Wert verloren. Also nochmal etwas näher, damit ich euch den genauen Zeitraum zeigen kann. Wir haben hier seit dem 1. Februar im Prinzip schon bei 1,08, 1. Februar, 2. Februar, bis jetzt aktuell ging es abwärts oder geht es abwärts bis auf 1,055. Wir sind Richtung Jahrestiefs und Vorjahrestiefs auch unterwegs. So eine starke Bewegung hätte in den letzten Monaten dazu geführt, dass auch Gold sich schwächer verhält. Das ist aber nicht passiert. Also seit dem 1. Februar, das war der Zeitraum, den wir eben betrachtet haben, hat sich Gold zuerst sogar leicht positiv entwickelt und jetzt zuletzt hält es sich. Und das ist aus meiner Sicht eine positive Divergenz, die man noch nicht für die Eröffnung eines Trades verwenden sollte, denn dafür brauchen wir klare Handelsmarken und die möchte ich euch kurz mal aufzeigen. Zum einen haben wir hier auf der Unterseite haben wir, ja, die Linie mache ich mal rot, damit ersichtlich wird. Vorsicht, Gefahr. Und dann haben wir auf der Oberseite bei 1235 US-Dollar, also hier, die Linie darf wiederum grün sein, denn es ist ja schließlich eine Kaufmarke. Das sind aus meiner Sicht die beiden relevanten Marken. Wie ihr seht, ich bin im 4-Stunden-Chart unterwegs. Ich glaube, die Marken sehen im Stunden-Chart, also auf niedrigerer Zeitebene, genauso aus. Ja, hier seht ihr es nochmal. Es gab hier bereits einen Fehlausbruch zur Unterseite, aber dann sind die Verkäufer ferngeblieben. Also könnte man einfach definieren, aufgrund der positiven Divergenz, die mal festzustellen ist, ein Stundenschlusskurs über 1235 US-Dollar sollte in der Folge einen Anstieg hier bis auf die Hochs bei 1243 und bei 1249 US-Dollar haben. Fällt hingegen Gold unter 1220 US-Dollar ab, dann wäre das bärisch. Ich würde allerdings diese kurze Strecke nicht handeln. Ja, einmal kurz festhalten, kaufen über 1235 US-Dollar, verkaufen unter 1220 US-Dollar. Das sind meine beiden Handelsmarken. Darauf achten, je höher die Zeitebene, die bestätigte, umso aussagekräftiger das Signal. Findet das also auf Stundenebene statt, ist das gut. Auf 4-Stunden-Ebene ist es noch aussagekräftiger. Auf Tageschart-Ebene eben noch aussagekräftiger. Ich möchte euch noch eine kurze Marke, wenn wir schon im kurzfristigen Bereich unterwegs sind, mit auf den Weg geben. Und zwar, ich zeichne sie einfach mal hier unten mit 1195. Ihr seht, hier ist eine kleine Erholung gewesen. Auf die Marke gehe ich jetzt mal nicht weiter ein. Zeige ich euch nur, damit ihr sie im Hinterkopf habt. Also, hier ist auch ein Retracement. Lassen wir jetzt auch kurz weg. Wenn Gold unter 1195 US-Dollar fällt, auf Tagesschlusskursbasis,
dann gehe ich persönlich short, denn das wäre aus meiner Sicht sehr negativ. Tiefer als 1195 US-Dollar sollte Gold nicht zurücksetzen. Dann wird nämlich mutmaßlich hier dieses letzte Zwischentief unterschritten und das wäre jetzt in diesem Moment aus meiner Sicht wirklich bärisch. Dann könnte es viele, viele Dollars abwärts gehen, aber da kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist. Ihr habt meine drei Marken, 1235 US-Dollar, 1220 US-Dollar, 1195 US-Dollar. Dann mal Happy Trading. So, damit hätten wir also die Handelsmarken für die nächsten Tage, eventuell auch die nächsten Wochen festgelegt. Ihr wisst, was ich machen werde und selbstverständlich werden wir dann hier unter dem Video auch darüber diskutieren. Beim Trading kann man daneben liegen und dann werde ich ganz offen damit umgehen. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare, was ihr dazu zu sagen habt. Vielleicht seht ihr die Sache auch komplett anders, dann lasst es mich wissen. Dazu ist diese Kommentarfunktion da und das hilft uns allen weiter. Übrigens, alle Charts habe ich, wie ihr seht, im MetaTrader gemacht von Qtrade. Ich bin überhaupt auf diesen Wert gekommen, weil ich einen Saisonalitätenindikator eingesetzt habe, den Seasonals. Wenn ihr euch bei Qtrade anmeldet, dann bitte auf jeden Fall beim Kundendienst melden und unter dem Stichwort, jetzt ratet, Lars Eriksen, ganz genau, dann bekommt ihr nämlich genau die gleichen Indikatoren, die ich auch verwende. So, im nächsten Video solltet ihr nicht verpassen, da geht es nämlich um die ganz spannende Frage, wie finde ich das richtige Zertifikat für meinen Trade? Also, all diejenigen, die vielleicht noch etwas neuer in dieser Materie sind, für die ist dieses Video sicherlich hilfreich. Ich gehe da Schritt für Schritt durch, also vom Trade, der Vorstellung des Trades bis hin zum konkreten Zertifikat, also der Wertpapier-Kennnummer, gehe ich da am Bildschirm Schritt für Schritt mit euch alles durch. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert bitte den Kanal und setzt am besten auch die Alarmfunktion. Dann bekommt ihr nämlich eine E-Mail, wenn das nächste Video hochgeladen wird. Ihr seid informiert. Das war's für heute. Hinterlasst mir eure Kommentare und macht es gut. Bis dann.